Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velosch-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Und zwar spielen wir hier heute gegen Crotone das erste Spiel. Wir haben jetzt einige englische Wochen vor uns, das heißt, wir müssen eventuell auch bald mal rotieren. Wobei ich gegen Crotone erstmal mit meiner Top-11 spielen werde. Und ja, die Aufstellung bei Crotone ist im 3-5-2-System mit Phillips, Diev, Marone, Golomik, Vulic, Cigarini, Ameobi, Aguilar, Rispoli, Zaldívar und Simi. 3-5-2-System schon erwähnt. Und ja, wir sind klarer Favorit und sollten das hier eigentlich auch gewinnen. Hernandez mit einigen Finden. Bringt den Ball auf Benacer. Cassie, viel Ballbesitz hier von Milan. Die machen richtig Druck. Crotone sehr passiv. Weiß nicht, ob sich das nicht rächen wird. Jetzt hier Tavares. Und er zieht den Ball ab und hat den auch reingemacht. Nice. Tja, ich hab's gesagt. Also wenn sich das mal nicht rächen wird. 1-0 Milan hier. Komplett dominant bisher. Komplett dominant bisher. Richtig gut, dass man hier natürlich so schön starten kann. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Viel zu viel Platz, um hier wirklich klein zu spielen. Tavares, super Schuss. Keine Chance für den Keeper. Der Mann mit der Nummer 7. Hier sehen wir es nochmal aus einer anderen Perspektive hier. Obwohl der Ball ein bisschen gehoppelt war, hat er den gut getroffen. Keine Chance für den Keeper. Und Kleber Tavares macht den Treffer hier. Conti, als auch Cassie kommt dazu. Rebic feiern da alle zusammen mit dem jungen Brasilianer. Und ja, das war sein erster Saisontreffer hier in der Serie A. Also auch jetzt hier für ihn sein erster Treffer und damit steht es 1-0 gegen Crotone. Kleber Tavares hier auf Ante Rebic, Thuram. Conti ist da eben mitgelaufen, sehr schön gesehen hier von Thuram. Conti wiederum auf Thuram, der spielt den auf Tavares und es steht 2-0. Milan spielt hier Crotone aus, wie sie wollen. Also Milan macht hier wirklich mit Crotone, was sie wollen. Kein allzu starkes Spiel bisher von Crotone. Zweites Tor von Tavares, das war super schön herausgespielt. So läuft es auch. Hier sehen wir nochmal Conti, spielt auf Thuram. Der nochmal mit einem Lupfer auf Tavares. Der macht den mit links rein, mit seinem klar schwächeren Fuß. Der hat ja sogar nur einen Sterne schwacher Fuß. Ja, der Keeper keine Chance. Macht eigentlich alles richtig, weil er wirft sich da nochmal rein. Aber Tavares hatte halt eben die Lücke gefunden. Wir freuen uns, wir sehen auch immerhin im Game nicht aus wie ein alter Opa. Und Kleber Tavares darf hier seinen Doppelpack schnüren. Sehr schön. Vulic spielt da jetzt erstmal auf Cigarini. Crotone ist jetzt auch ein bisschen bemüht über Ballkontrolle. Aguilar. Zaldívar spielt hier jetzt erstmal nach hinten auf Cigarini. Crotone jetzt mal mit ein bisschen Gefahr. Conti hatte da kein gutes Sternspiel. Ein hoher Lupfer rein in den Strafraum und der Ball ist drin. Wow. Der Ball ist drin. 2-1 Crotone, der erste vernünftige Angriff und sie treffen gleich. Das ist natürlich bitter. Hier der Lupfer, das war der Ausgangspunkt, direkt weitergespielt und dann mit dem Kopf reingeworfen. Starkes Tor von Crotone, gut herausgespielt, muss man sagen. Das erste Mal, dass sie hier wirklich was gut herausgespielt haben. Thiago Silva kommt halt nicht mehr ran. Donnarumma, ja gut, der kommt da auch nicht mehr ran, braucht da nicht mehr irgendwie so rumhampeln. Aber Elias Aguilar trifft hier mit seinem ersten Saisontreffer für Crotone und damit steht es 2-1, überraschend. Zweite Halbzeit beginnt hier gegen Crotone. Simi am Ball. Verliert den Ball ja fast, weil er ihn an die Hacke gespielt bekommen. Jetzt Aguilar. Simi. Aguilar, der Torschütze zum 1-0. Schön hier wieder mit der Hacke. Also jetzt Crotone klein hier ein bisschen. Haben jetzt aber auch ein bisschen mehr Ballkontrolle zum Start dieser zweiten Halbzeit. Cigarini. Eventuell ja. Das war ein guter Lauf. Jetzt Aguilar auf Simi. Wenn er jetzt eine richtige Anspielstation findet, könnte es gefährlich werden. Sie machen es gut. Denn die spielen es hier jetzt mal ruhig, Crotone. Dominant jetzt hier. Mit ordentlich Druck. Aguilar findet den Spieler. Und Donnarumma muss diesen Ball halten. Das war keine schlechte Aktion hier von Crotone. Muss man wirklich mal sagen. Haben viel Ballkontrolle gehabt. Viel gutes Kurzpassspiel bis zu diesem Abschluss. Der war zwar ungefährlich, aber trotzdem mal ein Zeichen, dass sie da sind. Aguilar. Ameobi. Aguilars Ball wurde erst abgefälscht. Aber dann kommen sie trotzdem zum Schuss. Und Donnarumma ist da. Wichtig, dass Gianluigi Donnarumma den hält. Crotone jetzt hier mit der zweiten gefährlichen Aktion in der zweiten Halbzeit. Also Milan muss aufpassen. Vulic. Schöner Pass hier auf Aguilar. Jetzt Simi. Der müsste ein bisschen Tempo aufnehmen. Ne, hat er nicht gemacht. Dadurch kam der Ballverlust zustande. Jetzt Andrea Belotti. Belotti am Ball. Wartet da, bis seine Mitspieler mitlaufen. Jetzt ist hier Tavares, er könnte den Hattrick machen. Scheitert an Phillips. Da ist jetzt aber Ante Rebic und Crotone kann erstmal klären. Das wäre eventuell die Vorentscheidung gewesen. Und Crotone weiterhin unter Druck gesetzt hier. Cassie kommt da fast dran. Was macht denn Crotone da?
Tavares kommt da ran und jetzt ist hier Belotti. Und wenn er den Ball da abspielt, genau auf Ante Rebic, dann ist es hier das 3-1. Also Crotone muss man da echt gerade kritisieren. Was haben sie da gerade gemacht? Was haben sie da gerade gemacht? Warum ballerst du den Ball nicht einfach weg? Ich meine, das wäre doch kein Problem gewesen, einfach den Ball wegzuschießen. Unverständlich. Das sind Fehler, die dich eventuell einen Punkt kosten. Crotone war nicht schlecht in der zweiten Halbzeit. Muss man sagen, aber wenn du den Ball natürlich so verlierst, Belotti auf Rebic und Rebic ist eiskalt. Rebic trifft, wie er will. Der Mann hat nicht umsonst letzte Saison 30 Tore gemacht. Da muss man, also wenn ich Trainer von Crotone wäre, das würde mich schon extrem ärgern, weil das Team hat einfach dieses 3-1 hergeschenkt. Es ist einfach ein geschenktes 3-1 und man hat sich vor allen Dingen selber möglicherweise einen Punkt beraubt. Rebic schon mit dem 4. Saisontor und eventuell auch hier mit der Vorentscheidung für Milan. Der mit einem super öffnenden Pass auf Conti und der sucht und findet jetzt sogar Belotti. Der spielt da nach hinten auf Cassie. Haug. Ante Rebic ist da und er zieht den tatsächlich zum 4-1 ab. Sehr schönes Tor hier. Schön Ausgangspunkt Donnarummas, überragender Pass auf Conti. Da sieht man eben auch, wie wichtig es in der heutigen Zeit sein kann, dass ein Torhüter relativ gut mitspielen kann. Der Pass, dieser eröffnende Pass von Donnarumma, war wirklich die Initialzündung für diesen guten Angriff hier. Dann Cassie auf Haug, der direkt auf Rebic und der zieht direkt ab. Der denkt sich auch, was soll ich hier warten? Ich habe schon einen Treffer gemacht, ich habe das Selbstvertrauen und ich will den nächsten Treffer, also komm, mach den sogar mit der Innenseite rein, mit dem schwächeren Linken, sehr schön. 4-1 gegen Crotone hier. Und man muss sagen, das Ergebnis ist relativ hoch, aber Crotone war gar nicht so schlecht in diesem Spiel. Sieht ein bisschen deutlicher aus, als es am Ende ist, aber Rebic hier jetzt auch schon mit seinem 5. Saisontor, also das ist auch heavy. 4. Spiel müsste es gerade sein und dann 5 Tore, das ist heftig und es steht vor allen Dingen 4-1 für Milan. Crotone nochmal im Ballbesitz und das Spiel ist damit erstmal abgepfiffen. 4-1 gewinnt Milan hier mehr als deutlich. Spiegelt nicht unbedingt das Spielgeschehen wieder, muss man ganz klar sagen. Milan war zwar die bessere Mannschaft, aber so ein 2-1, maximal 3-1 wären wahrscheinlich das faire Ergebnis. Aber nun gut, das interessiert am Ende ja auch keinen. Wer die Tore macht, der hat dann am Ende halt auch mehr Tore drauf. Weisheit mit Veloce mal wieder. Ne, ihr wisst, was ich meine. Am Ende des Tages kannst du ruhig auch besser aussehen spielerisch. Wenn du die Dinger kriegst, gerade durch so individuelle Fehler, dann hast du halt selber Schuld. Und ja, wir gucken, gehen gleich mal nochmal kurz rein. Und zwar gab es eine witzige Idee vom Yassin in den Kommentaren. Und zwar sollte ich mal Dini zum Verteidiger umschulen. Er meinte zum Innenverteidiger. Maldini ist aber tatsächlich gerade verliehen. Ja gut, Maldini ist gerade verliehen. Dementsprechend kann ich da gar nichts machen momentan. Schade. Es war eine witzige Idee, ihn nämlich eventuell zum Verteidiger umzuschulen. Aber nun gut, da kann man ja eventuell nochmal gucken, ob man das dann irgendwann mal macht, dass man ihn vielleicht zum Außenverteidiger, das hatte ich dann geschrieben, umschult. Muss man dann halt mal schauen, aber die Idee fand ich eigentlich ganz nice. Maldini, den Namen assoziiert man natürlich mit Weltklasse-Verteidigung. Ich meine, Paolo Maldini, ewig lang Weltklasse-Linksverteidiger gewesen, dann auch ein Weltklasse-Innenverteidiger. Einfach nur krank, was er so gespielt hat. Und das über ja, 2 Jahrzehnte. Und ich habe übrigens Belotti jetzt erstmal hier reingeholt, jetzt für Thuram. Dann haben wir hier ansonsten auch weiterhin die Startaufstellung. Das Ding ist aber, wir spielen demnächst gegen Napoli und da will ich doch einige schon. Gerade so ein Silva, der wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Ausdauer sonst haben. Haug darf auch rein, Castro, Willi, Fikessi. Und auch Phillips darf raus. Arsen, Thiago Silva nehme ich sogar komplett raus, damit auch Bonner eventuell Zeit kriegt. Esposito, nee, lieber Baba. Für Hernandez. Und ansonsten will ich nicht zu viel ändern. Wobei, ich habe ja schon einen Haufen geändert. Ich will aber, dass zum Beispiel ein Bianchi könnte heute zur Einsatzzeit kommen. Und ansonsten da Rossi, Giroud könnte tatsächlich heute auch seinen ersten Einsatz kriegen. Zaza kommt erstmal komplett raus. Und ansonsten müsste das eigentlich so passen. Ja, dann spielen wir auf jeden Fall so hier gegen Bologna und gucken uns deren Aufstellung an mit Müller im Tor. Okay, dann Tomiyasu, Brooks in der Innenverteidigung, Calabresi und Chachi in der Außenverteidigungsposition, Schouten und Dominguez zentral-defensive Position. Orsolini, Townsend, Soriano bilden den Dreierangriff, der sich hinter Ayorke positioniert. Also 4-2-3-1-System bei Bologna, bei uns wie immer 4-3-1-2-System. Haben wir Townsend, super Bewegung hier. Und warum war da nicht Baba eben dran, Donnarumma? Also mit dran meine ich, warum der nicht auf Baba gewechselt ist. Donnarumma hält diesen Schuss hier, aber das war gar nicht mal so schlecht. Unser neuer Kapitän ja seit dieser Saison. Super mit seinem Linken hier gehalten. Und ja, Eckball Bologna. Gucken wir mal, ob daraus eine Gefahr entsteht. Standards können immer gefährlich sein.
Kopfball aus der Linie, aber Donnarumma hatte den ganz sicher. Sorianos Einwurf hier, hoch hinein mit der Flanke. Gagliardini konnte klären, jetzt ist hier Andrea Belotti. Und jetzt könnte es hier einen Konter geben, Ante Rebic. Belotti, nein, aber Castrovilli spielt nochmal auf Rebic. Und jetzt der richtige Laufweg von Benasser, sehr schön gemacht vom Marokkaner. Und der spielt nochmal auf Ante Rebic und der zieht den Ball ab, was ein Angriff. Nice, herausgespielt am Ende. Nice nochmal herausgespielt hier vor Milan und es ist schon wieder Ante Rebic. Also wer will den Mann bitte aufhalten? Wer will den Mann bitte aufhalten? Und wenn es ein verdammtes dynamisches Potenzial gibt und selbst wenn er nicht mehr viel Potenzial nach oben hätte, müsste er es nach der nächsten Saison spätestens hochkorrigiert gehabt haben. Also es kann nicht sein, dass er nur einen Punkt dazu gewonnen hat in der ganzen Zeit hier. Letztes Jahr 30 Serie A-Tore, jetzt schon wieder, ich glaube es ist sein 6. Saisontor, das sehen wir dann ja gleich. Also sein Potenzial müsste locker um 2-3 Punkte nochmal hochgehen. Ante Rebic, unglaublich, der Kroate. Ja, 6. Serie A-Tor schon von unserer Nummer 12. Macht sich hier. Ist natürlich ein bisschen früh gesagt, aber wenn er so weitermacht, macht er sich zur Milan-Legende. Und jetzt hier Haug. Schöner Ballgewinn, aber Bologna ist auch wieder da. Dominguez. Shooten. Jetzt hier auf Townsend. Townsend, Caldara mit einer super Grätsche. Jetzt hier Castrovilli, Belotti, Ante Rebic, behält den Ball da irgendwie, Ante Rebic, zieht jetzt einfach ab, Müller war da. Okay, Milan immer noch hier gefährlich, die Situation ist noch nicht geklärt. Belotti, Haug, Benassers Schuss war dann eher weniger gut. Aber Calabria ist dran, dementsprechend jetzt Chachi, shooten, jetzt müsst ihr natürlich was draus machen. Orsolini, warum nicht reinflanken? Das war schon ein, zweimal gefährlich. Jetzt hier schöner kurzer Ball. Shooten. Das war gut gemacht und der Ball ist drin. Soriano hier mit dem Treffer. Der sah relativ zentral aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass bei FIFA gewisse Schüsse, die haltbar wären, irgendwie nicht gehalten werden. Ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck ist. Kann auch sein, dass wir es jetzt gleich hier in der Wiederholung sehen und der war dann einfach viel zu stark. Ja, aber Donnarummas Reaktion ist komisch. Er macht seine Faust nach vorne oder seine Hände. Der war natürlich mit Schmackes, aber ich sag, ja, den kann man halten. Also ich finde die Torhüter-Animation irgendwie nicht so optimal. So reagiert doch keiner. Einfach nach vorne alles verlagern. Naja, Roberto Soriano hier mit seinem ersten Serie A-Tor und damit steht es erstmal 1-1 und macht das Ganze hier wieder spannend. Jetzt hier Calabresi. Milan muss da jetzt aufpassen. Super hoher Ball hier von Bologna. Soriano. Warum auch immer flankt die KI viel zu wenig rein. Macht es jetzt wieder kurz. Okay, Dominguez. Dominguez. Was ein Ball. Milan kann klären. Calabresi. Townsend. Super Grätsche von Arsene. Was für eine Grätsche war das bitte von Arsene. Überragend. Und der nimmt jetzt auch noch seinen norwegischen Landsmann Jens-Peter Haug mit. Sehr schön. Haug sprintet da einfach komplett rein. Will abziehen, aber wird von Brooks hier schön gestört. War aber kein Elfmeter. Und es gibt sogar Abstoß, also absolut Top-Tackling da von Brooks gerade. Und wir sehen hier auch das Debüt von Oliver Giroud, der jetzt reinkommt für Ante Rebic. Soriano, Superball. Superball von Soriano. Und jetzt hier Calabresi, du musst eigentlich reinflanken. Die KI macht es meistens nicht. Schöner Pass hier. Soriano, Caldara war da. Aber dann ist der Ball wieder bei Calabresi. Gefährlich weiterhin. Baba gegen Calabresi, der stellt ihn gut, Baba. Und dann muss er jetzt hier nach hinten eben gehen. Ist nicht so optimal gelaufen. Jetzt Dominguez spielt den Ball da ins Zentrum. Super Hacke. Townsend mit einem super Zusammenspiel hier. Und der Ball ist drinne. Ach, Jorge. Das gibt es nicht. Was ein Zusammenspiel von Bologna. Richtig gutes Zusammenspiel. Und Milan muss sich jetzt ganz schön ärgern. Man hat hier nicht nur die Führung abgegeben, sondern hat das Spiel sogar drehen lassen. Und Bologna könnte hier zu Hause tatsächlich die 3 Punkte holen. Und für Milan wäre es natürlich bitter. Diese super Hacke von Achorke war einfach super. Townsend mit ihm dann einen Doppelpass gespielt. Überragend. Kann auch sein, dass ich seinen Namen komplett falsch ausspreche. Hier Donnarumma. Schwierig zu halten, ne? Aber auch hier wieder mit einer besseren Reaktion kann man es halten. Aber ich will da gar nicht so viel. Hier Ludovic, Achorke. Achorke, je nachdem. Ich lass mal bei Achorke. Zweites Serie A-Tor. Dreht hier vor allen Dingen die Partie. Calabria jetzt erstmal raus. Conti rein, vielleicht kann der noch mal ein bisschen Spritzigkeit bringen von der rechten Seite. Eckball Bologna hier nach 85. Minute. Und Benasser spielt den hier erstmal auf Conti, der ist frisch, der kann jetzt sprinten. Komm Conti, du hast noch richtig Power.
Und Conti überläuft einfach den Gegenspieler. Chachi hat das da nicht gut gemacht. Conti, war das abseits oder nicht? Da ist Andrea Belotti, der kriegt den dann nicht aufs Tor. Gut gehalten von Müller. Weiter nach vorne, Aroque. Dominguez. Dominguez hier mit dem Pass auf Aroque. Donnarumma war da. Wichtige Parade von Gianluigi Donnarumma. Ja, sie hätten es auch kurz spielen können, um Zeit rumzukriegen. Machen sie es aber nicht. Hoher Ball, Benassa. Und jetzt muss da jemand starten. Am besten wieder Conti, genau. Und jetzt gibt nochmal Gas. Es ist wenig zu spielen. Es ist wenig Zeit, aber Conti, der hat Power. Conti. Conti startet. Flanke rein in den Strafraum. Giroud wäre da gewesen. Ah, das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Bologna gewinnt hier 2-1 gegen Milan. Und das ist eine bittere Niederlage, Leute. Das ist echt eine bittere Niederlage, weil man war 1-0 vorne. Man war eigentlich nicht unbedingt schlechter als Bologna, eher im Gegenteil. Und trotzdem verliert man hier jetzt. Das ist nicht so schön, muss man ganz klar sagen. Ihr seht es ja hier auch in den Statistiken. Ja gut, 8-6 Schüsse ist jetzt nicht so mega deutlich. Ballbesitz relativ identisch. Trotzdem fand ich, waren wir einen Ticken besser. Juve gewinnt natürlich, Napoli gewinnt auch. Wir gucken kurz auf die Tabelle, was das dann eben für Auswirkungen hat. Tabellarisch, wo man dann eben steht. Wir haben übrigens das nächste Spiel. Wir gehen auch gleich natürlich ins Gespräch hier mit Rebic. Gehen wir erstmal kurz rein, danach gucken wir uns kurz die Tabelle an. Hallo Boss, ich weiß natürlich, dass Sie gute Gründe für Ihre Entscheidung im Spiel haben, aber was sollte das denn? Warum haben Sie mich ausgewählt? Ich bin sicher, ich hätte gegen Bologna für ein positives Ergebnis gesorgt, wenn Sie mich drin gelassen hätten. Nächstes Mal läuft's besser, komm. Bringt ja nichts. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Tabelle. Ach, da nur, da gucken wir mal kurz rein. Ganz oben Atalanta tatsächlich. Atalanta mit 13 Punkten, dann Napoli, gegen die wir als nächstes spielen. Juve hat schon ein Spiel verloren. Roma, Inter, Torino, Fiorentina und wir nur auf Platz 8. 3 Siege, aber auch schon 2 Niederlagen und vor allen Dingen 7 Gegentore. Ne? In 5 Spielen 7 Gegentore ist ein bisschen viel. Ihr seht ja, über uns hat keiner mehr Gegentore. Ja, Inter hat auch 7 kassiert. Wir haben mit 13 zwar die zweitbeste Offensive, aber wir haben definitiv zu viele Gegentore bekommen. Das darf so nicht passieren. Wir spielen auf jeden Fall in der nächsten Episode dann gegen Napoli. Ihr habt es ja gesehen. Und nach Napoli kommt der Champions League-Kracher gegen Tottenham. Also ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Euer Valoschen meldet sich fürs Erste ab. Und bye bye.